Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die erste Sitzungswoche nach dem furchtbaren Anschlag von Hanau. Und seitdem hat in unserer von immer schneller aufeinanderfolgenden Erregungswelle getriebenen Öffentlichkeit eine Aufregung die andere überlagert. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus, die bedrückenden Bilder von der griechisch-türkischen Grenze, Herausforderungen, die uns die Verletzlichkeit der uns vertrauten Welt spüren lassen und die neben Besonnenheit entschlossenes politisches Handeln fordern. Auch 14 Tage nach der rassistisch motivierten, von Hass auf Muslime getriebenen Morden ist das Entsetzen greifbar. Und es braucht gerade in dieser schnelllebigen Zeit Momente, um innezuhalten, um uns selbst zu befragen, was das alles mit uns macht, um zu gedenken. Dazu begrüße ich auf der Ehrentribüne unseren Bundespräsidenten. Wir trauern um Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kiapaç, Hamza Kenan Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Şoracoğlu, Fahad Ünvar, Karloyan Velkov. Wir gedenken der Mutter des Attentäters, getötet vom eigenen Sohn. Eine Frau und 8 Männer wurden gezielt ermordet, weil die Wurzeln ihrer Familien außerhalb Deutschlands liegen. Menschen verschiedener Nationalität, darunter deutsche Staatsangehörige, hier Geborene. Menschen, die in diesem unserem Land ihr Zuhause, ihre Heimat hatten. Wir fühlen mit den Hinterbliebenen und wir versichern ihnen unseren Beistand. Wir wünschen den Verletzten schnelle Genesung, auch wenn wir wissen, die seelischen Verletzungen werden bleiben. Betroffenheit reicht längst nicht mehr. Hanau fordert vor allem Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit vom Staat, der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben. Die lange Spur mörderischer Übergriffe, die Einzeltäter und Gruppen durch Deutschland ziehen, zeigt, das ist Terrorismus. Die entschiedene Antwort darauf muss sein, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln radikale Netzwerke aufzudecken und rechtsextremistische Vereinigungen zu zerschlagen. Und das geht nur, wenn wir endlich besser werden bei der konsequenten Durchsetzung des Rechts. Hanau fordert auch aufrichtige Selbstkritik der Politik. Solche Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das Ressentiment gegenüber dem Fremden und abwegigste Verschwörungstheorien geschürt werden, bis Minderheiten als Bedrohung empfunden und in sozialen Medien Hetzjagden oder sogar Morde von perversen Beifallsbekundungen begleitet werden. Es braucht deshalb wirksame Maßnahmen gegen diese unerträgliche Verrohung, nicht zuletzt im Netz. Und gewählte Repräsentanten stehen in der besonderen Verantwortung, sich von extremistischen und rassistischen Ausfällen nicht nur verbal zu distanzieren, sondern deren Urheber konsequent dort zu verorten, wo sie stehen, jenseits jedes bürgerlichen Anstands und außerhalb unserer demokratischen Ordnung. Hass und Hetze sind keine politische Haltung. Wir sind im Übrigen nur dann aufrichtig, wenn wir denen danken, die in den vergangenen 2 Wochen zu Tausenden in Hanau, in Berlin, in anderen Städten ihre Trauer
öffentlich bekundeten. Und wenn wir gleichzeitig den Stimmen zuhören, die unbequeme Fragen stellen. So wie der Schriftsteller Denis Udlo, der in der Bahn, in der er nach den Ereignissen von Hanau fuhr, keinen Unterschied zu anderen Tagen bemerkt hat und der deshalb jeden Einzelnen auffordert, sich zu fragen, ich zitiere ihn, was geschah im Herzen, als die Nachricht aus Hanau kam? Gar nichts? Etwas? Was genau? Gleichgültigkeit? Angst? Angst wovor? Wut? Wut worauf? Wer hat Empathie gespürt für die Getöteten und ihre Hinterbliebenen? Wer hat einfach nichts mitbekommen? Hat man im Büro darüber gesprochen? Oder war es ein Arbeitstag wie jeder andere auch? Jeder kann sich befragen, was die Ermordung dieser Menschen mit ihm oder ihr gemacht hat. Und wenn es nichts macht, wenn diese Gesellschaft zu keiner ehrlichen Trauer fähig ist, dann können wir fragen, weshalb das so ist und nach unserer Menschlichkeit suchen. Ende des Zitats. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in schmerzhafter Konsequenz weitergedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn es sich in Hanau nicht um einen Mordanschlag auf Muslime, sondern um ein islamistisches Attentat gehandelt hätte? Hanau fordert Aufrichtigkeit von uns als Gesellschaft, indem wir uns eingestehen, dass wir bei der Integration noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten. Eine Integration, die von allen etwas abverlangt, wenn sie gelingen soll. Und bei der wir auch ehrlich sein müssen, was wir an Integration einfordern und wie viel unsere Gesellschaft an Verschiedenheit erträgt, zumal unter den Bedingungen einer Welt im rasanten Wandel, bei der wir Fremdheitsgefühle angesichts tiefgreifender Veränderungen der gewohnten Umwelt ernst nehmen sollten, wenn wir auch die Menschen wirklich erreichen wollen, die Vielfalt mit Skepsis begegnen. Wer sich angesichts eines als überfordernd empfundenen gesellschaftlichen Wandels auf der Verliererseite wähnt, ist deshalb noch kein Rassist. Wir dürfen diese Fähigkeit zu differenzieren nicht aufgeben, wenn wir uns dem gesellschaftlichen Resonanzzuraum zuwenden, in dem sich Fremdheitsgefühle erst radikalisieren. Und ich bin überzeugt, die Zukunft unserer offenen Gesellschaft wird sich daran entscheiden, ob es uns gelingt, Verschiedenheit zu akzeptieren, die Vielfalt an Lebensstilen anzuerkennen und die eigenen Vorstellungen nicht zum Maß aller Dinge zu erklären. In unserer von Mobilität und Globalisierung geprägten Welt ist das der gedankliche Schlüssel, um eine wirklich menschliche Gesellschaft zu schaffen und die Errungenschaften der freiheitlichen Demokratie zu wahren. Aber davon müssen wir die Menschen überzeugen. Sonst treiben wir sie in die Arme derer, die mit Gefühlen ihr böses Spiel treiben. Der gesellschaftlichen Vielfalt und der Bandbreite an legitimen Gefühlen werden wir jedenfalls nicht gerecht, wenn wir Menschen allzu leichtfertig abstempeln. Als rechts oder links, als fremd oder rassistisch, als idealistisch oder naiv. Es geht vielmehr darum, genau dort die Grenze zu ziehen, wo der Kern unserer Ordnung verletzt wird, bei der Würde und den Rechten jedes Individuums. Sie zu schützen, ist Aufgabe des Staates. Sie anzuerkennen, ist die Verpflichtung jedes Einzelnen von uns. Nichts rechtfertigt, Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens herabzusetzen, zu verunglimpfen, zu verfolgen, anzugreifen. Nichts. Für den anderen. Hass auf das Fremde, wir dürfen das nicht dulden. Und Straftaten, die daraus resultieren, sind durch nichts zu relativieren oder zu entschuldigen. Dass sich Menschen in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, ist ein unhaltbarer Zustand. Es kann in der offenen Gesellschaft keinen hundertprozentigen Schutz geben. Darauf hinzuweisen, gehört zur notwendigen Ehrlichkeit, um falschen Erwartungen vorzubauen.
Aber für die innere Stabilität einer Ordnung, der sich Menschen anvertrauen, ist entscheidend, dass diese Ordnung es vermag, das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit zu stellen. Die Menschen haben nur dann Vertrauen, wenn der Staat seiner Verpflichtung gerecht wird, allen den größtmöglichen Schutz zu gewähren und wenn er damit ein Grundgefühl von Sicherheit vermittelt. Denen, die sich noch immer oder erneut gesellschaftlich ausgegrenzt sehen, und auch denen, die durch ein empfundenes zu viel an Veränderungen meinen, an Halt zu verlieren. Die letzten Wochen und Tage, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zeigen wie unter einem Brennglas die Herausforderungen unserer globalisierten Welt. Herausforderungen, die sich uns gleichzeitig stellen, die sich überlagern und deren Verbindung, wenn wir an das Coronavirus und die Ereignisse an der griechischen Grenze denken, auf die öffentliche Auseinandersetzung toxisch wirken kann, mit gefährlich hohem Missbrauchspotenzial. Und das unterstreicht noch einmal unsere Verantwortung als gewählte Repräsentanten. Verunsicherung und gesellschaftliche Konflikte dürfen wir nicht beschweigen. Aber wie wir darüber politisch diskutieren, um Wege für ein menschliches Miteinander zu finden, das bestimmt mit darüber, rassistischen Taten wie in Hanau vorzubeugen. Indem wir ihnen den Nährboden entziehen, auf dem sie wachsen. Und wenn uns das nicht gelingt, machen wir uns mitschuldig. Es braucht Aufrichtigkeit, Selbstkritik, entschlossenes Handeln. Das sind wir den Ermordeten von Hanau schuldig. Ihnen zu Ehren und im stillen Gedenken an all jene, die mit dem Anschlag bleibende Verletzungen an Körper und Seele erfahren haben, bitte ich Sie, bevor wir in die vereinbarte Debatte eintreten, sich zu einer Schweigeminute von Ihren Plätzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, muss ich noch folgende interfraktionell vereinbarte Änderungen mitteilen. Die Tagesordnungspunkt 9 und der Zusatzpunkt 3 sollen abgesetzt werden. An dieser Stelle soll der Antrag staatliche Großprojekte auf einer Blockchain transparent machen, auf Drucksache 19-539 in verbundener Beratung mit Tagesordnungspunkt 21 aufgerufen und mit einer Debattezeit von 60 Minuten beraten werden. Der Zusatzpunkt 11 soll abgesetzt werden. Sie sind damit einverstanden, ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8. Das ist eine vereinbarte Debatte mit dem Titel Rechtsextremismus und Hass entschieden bekämpfen, Konsequenzen aus den rechtsterroristischen Morden von Hanau. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Ralf Brinkhaus. Herr Bundespräsident, es ist ein wichtiges Zeichen, dass Sie heute bei dieser Debatte hier sind. Und Herr Bundestagspräsident, vielen Dank für die wirklich wichtigen Worte, die uns auch den Spiegel hier als Parlament vorgehalten haben. Und weil es einfach so ist, dass wir hier zu oft sitzen und betroffen sind, weil es einfach so ist, dass wir zu viel auf Trauerfeiern sind, und weil wir irgendwo auch vor einer Situation stehen, wo wir uns fragen müssen, warum ist das so und warum können wir das nicht verhindern. Denn es sind in erster Linie Menschen, die ermordet worden sind. Es waren 9 junge Leute, die einfach den Tag ausklingen lassen wollten. Söhne, Brüder, eine zweifache Mutter, ein Familienvater. Sie gingen abends aus dem Haus, sie trafen sich mit Freunden in einer Bar, waren auf dem Weg, Zigaretten zu holen und sie kehrten nicht mehr zurück. Und sie alle hatten genauso wie die ermordete Mutter des Täters nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht. Sie alle fehlen und sie werden im Übrigen auch noch fehlen, wenn diese Debatte längst vorbei ist und wir uns anderen Themen zugewandt haben. Wir trauern um sie. Unser tiefes Mitgefühl gilt ganz besonders ihren Familien und Freunden und natürlich auch den Verletzten und Traumatisierten. Doch neben der Trauer steht für mich auch tiefe Scham. Denn was uns als Politiker nach Hanau, nach Halle, nach so vielen, zu vielen anderen Orten mindestens genauso erschüttern muss,
ist die Tatsache, dass Menschen in diesem Land wieder Angst haben. Angst haben, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören, weil sie einen bestimmten Glauben haben und weil sie das Gefühl haben, der Staat kann sie nicht schützen. Weil doch genau das die Aufgabe dieses Staates ist, den Einzelnen zu schützen. Denn, meine Damen und Herren, nur wer in Sicherheit lebt, kann auch in Freiheit leben. Und der Anschlag von Hanau war daher nicht nur, was schlimm genug ist, ein Anschlag auf wehrlose Menschen. Es war ein Anschlag auf den Kern unseres Staates, auf unsere Sicherheit und damit auf die Freiheit nicht nur derjenigen, die ermordet worden sind, sondern auf die Freiheit von jedem von uns. Und damit sind all die Anschläge, die wir in den letzten Jahren betrauern, nichts anderes, meine Damen und Herren, als Anschläge auf unsere Demokratie. Und ja, Herr Bundestagspräsident, unsere Demokratie wird bedroht, mehr denn je. Und ich bin gewiss niemand, der die Gefahr durch Extremismus auf der linken Seite oder Islamismus unterschätzt. Aber der Feind unserer Demokratie steht in diesen Tagen rechts und nirgendwo anders. Und das zeigt eine lange Kette unerträglicher Ereignisse, die Verbrechen des NSU, der Mord an Walter Lübcke, die antisemitischen Anschläge in Halle, die Morde von Hanau und. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Der Rechtsextremismus hat es eben nicht nur auf einzelne Menschen und auf einzelne Gruppen abgesehen. Er hat es auf das freiheitliche Fundament unseres Staates abgesehen, meine Damen und Herren. Und deswegen noch einmal, Hanau war mehr als die Tat eines Einzelnen, eines Verwirrten. Es war ein Ergebnis, ein Anschlag auf uns alle. Und deswegen müssen auch alle, und ich betone alle, eine Antwort geben. Laut und eindeutig. Wir Demokraten stehen zusammen für ein friedliches, weltoffenes und tolerantes Deutschland. Wir schützen die Rechte aller unserer Mitbürger, egal woher sie kommen, welche Religion sie ausüben. Und wer diese Rechte missachtet oder anderen abspricht, der stellt sich ganz bewusst gegen dieses Land. Und wer diese Rechte nicht achtet, stellt sich auch außerhalb unserer Gesellschaft und er ist in Wahrheit der andere, meine Damen und Herren. Doch reden reicht nicht. Da haben Sie recht, Herr Bundestagspräsident, wir haben zu viel geredet. Es kommt auf die Taten an und sicherlich, wir haben einiges gemacht, 600 zusätzliche Stellen beim Bundeskriminalamt und beim Verfassungsschutz. Es wurden rechtsextreme Vereine verboten, wir haben das Waffenrecht verschärft. Wir werden in den nächsten Wochen ein Gesetz gegen Hass im Internet verabschieden. Aber das reicht nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen noch mehr an Zeit und Geld im Kampf gegen diesen Hass investieren. Denn unsere Antwort darauf kann nur heißen, wir sind ein starker, robuster Staat, der sich wehrt, meine Damen und Herren. Denn Fakt ist, Hass, Hetze und Angriffe auf Personen in unserer Gesellschaft nehmen zu. Und immer, immer beginnt es mit der Sprache. Beleidigungen, Schmähungen, Ausgrenzung sind der erste Schritt in die Verrohung. Der erste Schritt, dem anderen das gleichwertige Menschsein abzusprechen. Und dabei kann im Übrigen jeder von uns ins Visier geraten. Verbale Angriffe gegen Menschen mit Migrationshintergrund, leider auch zu oft im Sport gegen Bürgermeister, Gemeinderäte, Polizisten und Rettungskräfte haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Und die Frage, die sich in aller Dringlichkeit stellt, ist doch, wie können wir diese unheilvolle Eskalation stoppen? Aber der Kampf gegen diese Eskalation ist eben nicht nur Aufgabe des Staates. Wir alle, jeder Einzelne muss dieser Verrohung der Sprache in der analogen, und auch das stimmt ganz besonders in der digitalen Welt, entschieden entgegentreten. Und was noch vor Jahren an Hass undenkbar war, ist heute Alltag im Netz, auf unseren Schulhöfen, in unseren Fußballstadien. Und ja, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, es ist leider auch Alltag hier im Parlament, meine Damen und Herren. Und um dies gleich zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass Probleme nicht benannt werden dürfen. Aber es geht um das Wie, es geht um Respekt und Achtung in der Gesellschaft und politischen Auseinandersetzung. Denn es ist letztlich die Sprache, die am Anfang einer Radikalisierung steht, einer Radikalisierung, die, wie wir gesehen haben, dann zu oft in Gewalt und Morden endet.
Meine Damen und Herren, die Morde von Hanau sind fürchterlich und haben uns tief erschüttert. Aber ich habe trotzdem Hoffnung. Hoffnung, weil ich in den letzten Tagen gesehen habe, wie die Menschen in diesem Land zusammenstehen und wie sie Haltung zeigen. In Hanau, aber auch in vielen, vielen anderen Orten. Wie sie aufstehen und laut sagen, jeder in diesem Land hat Anspruch auf Schutz, Achtung und Respekt, egal woher er kommt und egal was er glaubt. Ich glaube, es wird kein einfacher Weg werden, die fatalen Entwicklungen der letzten Jahre wieder zurückzudrehen. Aber ich möchte alle in diesem Parlament, und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle, wirklich einladen, dass wir diesen Weg, diesen harten Weg gemeinsam gehen. Es ist unsere Aufgabe, diesen Weg hier gemeinsam zu gehen. Wir sind die Vertretung des deutschen Volkes. Und wir müssen ihn gemeinsam gehen, damit nie wieder in diesem Land ein Bürger auf einer Trauerfeier dem Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin erklären muss, ich habe Angst. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Roland Hartwig, AfD. Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, meine Damen und Herren, wir werden heute wieder viel Einigkeit erleben. Es ist doch schön, nicht wahr, wenn man einen gemeinsamen Feind hat und sich auch einig ist, wo man ihn suchen muss, nämlich rechts. Extremismus aber entwickelt sich an allen Rändern, rechts ebenso wie links. Im Internet tritt er ganz offen in Erscheinung. Er zeigt sich auf der inzwischen verbotenen linksextremen Plattform links unten in die Media, auf der regelmäßig zur Gewalt gegen Andersdenkende aufgerufen wurde. Oder auch bei linken Strategietreffen, wo darüber fabuliert wird, 1% der Reichen zu erschießen oder ins Arbeitslager zu schicken. Es zeigt sich im Rassismus und einem sich hartnäckig haltenden linken Antisemitismus. Extremismus kommt aber niemals nur von einer Seite, meine Damen und Herren, sondern immer von links wie von rechts. Wenn extremistische Tendenzen in einer Gesellschaft erstarken, dann läuft für alle erkennbar etwas grundsätzlich schief. Dann muss sich vor allem die Politik fragen, was sie falsch gemacht hat. Dann ist es höchste Zeit, die Ursachen für diese Fehlentwicklungen und die Verantwortlichen zu benennen. Aber nichts davon ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe nicht ein einziges Mal einen Politiker aus Ihren Reihen gehört, der ernsthaft ein Nachdenken über die Entwicklung eingefordert hat, die unser Land nimmt. Meine Damen und Herren, gehen Sie ins Land hinaus und schauen Sie sich um. Deutschland ist tief gespalten. Zum einen geografisch, die Kluft zwischen Ost und West wächst weiter. Zum anderen sozial, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Und drittens erlebt dieses Land eine politisch-moralische Spaltung in die Guten und die Bösen. Und genau diese Moralisierung des Politischen ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Sie selbst haben sie geschaffen, indem sie den politischen Diskurs auf die moralische Ebene verlagerten. Dorthin, wo er Sachargumenten und einer vernunftbasierten Debatte nicht mehr zugänglich ist. Und wer das kritisiert, gehört bereits zu den Bösen und wird ausgegrenzt. Wenn Sie all den Menschen, die ihre Meinung nicht teilen, ständig den Mund verbieten, wenn Sie diese Leute stigmatisieren und gesellschaftlich isolieren, dann schaffen Sie selbst die Räume der Radikalisierung. Mit Ihrer Politik haben Sie die Axt an die Meinungsfreiheit und damit an die Lebensader der Demokratie gesetzt. Inzwischen fürchten 60% der Deutschen, sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu allen Themen frei äußern zu können. Ihre Politik, meine Damen und Herren, hat ein Klima der Angst geschaffen. Und jetzt kommen wir als AfD und halten Ihnen den Spiegel vor. Was Sie sehen, ist hässlich. Das will ich Ihnen gerne glauben. Aber Sie müssten doch selbst einmal darüber nachdenken, was Ihr Vorgehen mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun hat, in dem der Mord an Walter Lübcke und die schrecklichen Anschläge in Hanau und Halle überhaupt möglich wurden. Wenn in Frankfurt ein Kind vor einen Zug gestoßen wird, dann geht man schnell zum Tagesgeschehen über.
Der Täter sei psychisch krank gewesen, heißt es dann. Wenn in Hanau ein psychisch kranker Menschen erschießt, wird daraus rechter Terrorismus. Rast dann Tage später wieder mein Fahrzeug absichtlich in eine Menschenmenge, geht das im Grundrauchen der täglichen Berichterstattung unter. Man erfährt wenig über die Hintergründe, die Opfer und den Täter. Jedes dieser Ereignisse hätte nicht geschehen dürfen. Aber die einen zu ignorieren und die anderen politisch zu instrumentalisieren, das treibt die Spaltung unserer Gesellschaft voran. Meine Damen und Herren, erst vor wenigen Tagen hat unser Parteivorsitzender Tino Chrupalla vor einem weiteren Aufheizen der politischen Klima gewarnt. Prompt wurden er und seine Familie Opfer eines Brandanschlages. Von den gesundheitlichen Schäden ist er bis heute nicht genesen. Auch diese Tat war das Werk von Extremisten. Und sie zeigt uns einmal mehr, dass es nicht damit getan ist, Extremismus allein auf der rechten Seite zu suchen, sondern dass es nur einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller demokratischen Kräfte gelingen wird, die gesellschaftlichen Rückzugsräume für Extremisten wieder zu schließen, von rechts wie von links. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Rat wäre, in dieser Debatte auf allen Seiten des Hauses dem Ernst der Lage entsprechend sich zu verhalten. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte heute ist dringlich und unerlässlich. Mein Vorredner hat das dokumentiert. Und ich finde, das, was Sie gesagt haben, ist nicht angemessen für etwas, was wir in Hanau, was wir in dieser Republik erleben müssen. Und deswegen finde ich, muss an erster Stelle Trauer und Mitgefühl mit den Angehörigen stehen. Und insbesondere möchte ich Herrn Bundestagspräsidenten für seine Worte im Namen, ich hoffe, des ganzen Hauses, manchmal habe ich ein bisschen Zweifel darüber, ob es wirklich das ganze Haus ist. Vielen Dank, Herr Schäuble. Ich will aber auch gleichzeitig sagen, das, was ich gestern in Bildern gesehen habe, war auch wichtig gewesen, weil nämlich auch eine Stadt trauert. Die Menschen in Hanau, die so viel Mitgefühl auch gezeigt haben und auch versucht haben, diesen Anschlag zu verarbeiten. Auch das sollten wir heute in unseren Reden mitbedenken. Aber natürlich müssen wir uns gleichzeitig darüber klar werden, was die wachsende rassistisch motivierte Gewalt für unser Land bedeutet und was wir tun müssen. Aber es geht noch um mehr. Es geht um die Selbstvergewisserung, ob das, was uns das Grundgesetz als Handlungsanleitung mit auf den Weg gegeben hat, gilt. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Diese wenigen klaren Sätze machen deutlich, um was es heute geht, meine Damen und Herren. Und deswegen ja, die Adressaten der Mütter und Väter des Grundgesetzes waren der Staat, aber eben auch der Souverän. Und deswegen ist es der richtige Platz, dass hier vor dem Deutschen Bundestag entlang der Spree die 19 Artikel von dem israelischen Künstler Dani Karavan gestaltet worden sind. Und ich sehe viele Menschen, viele Besuchergruppen, die davor stehen bleiben. Und diese Sätze eben lesen und diese Menschen dokumentieren eben das. Und ich glaube, sie dokumentieren eben auch die Mehrheit der Deutschen, dass sie eben an diesem Grundgesetz sich nicht nur orientieren wollen, sondern danach leben. Und wenn es sich an den Staat richtet, möchte ich auch einige Worte an den Herrn Bundespräsidenten richten. Im Namen meiner Fraktion möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Nicht nur für das, was Sie gestern in Hanau gesagt haben,
sondern für das, was Sie die ganzen letzten Monate getan haben, diesem Staat ein Gesicht zu geben, der Würde, des Respekts, der Trauer, aber insbesondere zu zeigen, dass dieses Land aus einer pluralistischen und freien Gesellschaft besteht. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Und meine Damen und Herren, was in Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag. Wir müssen es aussprechen. Es ist Massenmord, gezielter Angriff gegen Ausländer, Fremde, Nichtdeutsche, egal wie man das nennt. Es war rassistischer und rechter Terror. Und vielleicht war es ein Einzeltäter, aber wurde getragen von einem System der Hetze, der Erniedrigung und der Anleitung zu Gewalt. Und diese Spur führt hinein in den Bundestag und die AfD ist der Komplize. Nicht anders, meine Damen und Herren, können Ihre Reden verstanden werden. Alice Weidel, 16. Mai 2018 hier im Bundestag, Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtste werden unserem Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstand nicht sichern. Ich frage Sie, ist das kein Rassismus? Alexander Gauland am 2. Juni 2016. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte. Ich frage Sie, ist das keine Relativierung des Rassenwahns des letzten Jahrhunderts? Und Herr Gauland oder Herr Weidel, Sie haben Herrn Hartwig hier vorgeschickt. Sie hätten an dieses Pult treten müssen und hätten eine Rede halten müssen und sich entschuldigen müssen. Und es war Björn Höcke, der das 21. Jahrhundert berichtet hat, trifft auf der lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp und auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Ich frage Sie, ist das keine Rassenlehre? Ja, es ist Rassenlehre. Und dieser Mann gehört zu Ihren Reihen. Und dann Markus Frohnmeier am 28. Oktober 2015. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Dort steht der Feind dieser Demokratie und wir müssen es benennen, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, mit ihren Reden haben Sie Tätern wie jetzt in Hanau im Glauben gelassen, dass es eine große Zahl gibt, die genauso denken. Sie haben den Boden bereitet. Sie haben sich schuldig gemacht. Wir sind stolz, meine Damen und Herren, wir Sozialdemokratinnen sind stolz, einer Partei anzugehören, die von Anfang an gegen Rassismus und rechtes Gedankengut angekämpft haben. Gegen die Kolonialpolitik eines Kaiserreiches, die Sie hier in jeder Rede, Herr Gauland, so verherrlichen. Da wurden wir weggesperrt und als vaterlandslose Gesellen diffamiert. Und weil wir den Rassenwahn der Nationalsozialisten widerstanden haben, wurden wir geknechtet und vertrieben. Aber deswegen sage ich auch heute, schöpfen wir Selbstbewusstsein aus der Tatsache, dass in meiner Fraktion, in der Mitte meiner Fraktion, ein Mensch wie Karamba Diaby einen Platz hat. Er wird bedroht, aber er wehrt sich und er zeigt Haltung. Und diese Haltung sind für Demokratinnen und Demokraten so wichtig. Und vielleicht darf ich denen mal sagen, die ihn bedrohen und die ihn angreifen. Er ist Chemiker. Er hat seine Doktorarbeit über das Kleingartenwesen in Halle geschrieben. Er weiß mehr über das genossenschaftliche Wesen und die genossenschaftliche Tradition manches Ignoranten oder manchem, der viel Deutschtümelei hat. Vielen Dank, Karamba, für deinen Mut. Aber es ist eben nicht nur Karamba Diaby, der für uns letztlich hier steht, sondern die ganz vielen Menschen, die sich einsetzen in den Dörfern, in den Gemeinden, in den Städten. Und deswegen sage ich, ja, meine Damen und Herren, es ist falsch. Wir sind nicht eine Wiederholung von Weimar. Wir sind eine mutige Demokratie.
Und es gibt genügend Beispiele in unserem Land, alltäglich, jeden Tag. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr daran gewöhnt. Und zum Schluss möchte ich an etwas erinnern, was einem auch immer wieder Hoffnung macht. Verzeihen Sie mir, dass ich von meiner Heimatstadt rede, von Köln, wo vor 14 Tagen Karneval war. Dort Schulklassen durch die Stadtteile gezogen sind. Und diese Schulklassen waren so bunt wie jede unserer Städte, eben auch wie Deutschland ist. Dort haben Kinder gelacht, haben Kamelle geworfen. Aber und das ist, was dieses Land ausmacht, Frau Weidel und Herr Gauland. Diese Schulklassen gehen in das Haus, in das ehemalige Haus der Gestapo in Köln. Sie sind fassungslos. Sie schauen sich an, was dort getrieben worden ist vor den Jahrzehnten. Und doch gibt es eine Ausstellung über den Karneval im Nationalsozialismus. Und Sie können es nicht glauben, was dort aus diesem Land heraus passiert ist. Und deswegen ist es keine dämliche Bewältigungspolitik, wie Herr Höcke gesagt hat. Ich bin stolz, dass wir unsere Kinder so erziehen, im Wissen um die Geschichte, und daraus schöpfe ich Hoffnung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Biyant Yasare, FDP. Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Normalerweise halte ich in diesem Haus außen- und sicherheitspolitische Reden. Es war mir aber ein persönliches Bedürfnis, bei dieser wichtigen Debatte heute mitzuwirken. Wenn ich vor 10 Jahren eine Rede über Hass und Rechtsextremismus in Deutschland gehalten hätte, hätte ich eine andere Rede gehalten. Ich hätte hier gesagt, dass Deutschland ein weltoffenes und tolerantes Land ist und Hass und Extremismus in unserem Land keinen Platz haben. Heute sage ich, ja, wir sind ein weltoffenes und tolerantes Land, aber es gibt Entwicklungen in unserem Land, die mich beunruhigen und zutiefst schockieren. Die Tat von Hanau führt uns einmal mehr auf tragische Weise vor Augen, wohin Hass und rechtsextreme Hetze führen können. Für das, was in Hanau passiert ist, gibt es keine Rechtfertigung. Es gibt kein Ja-Aber. Es gibt kein Ja-Aber. Menschen sind auf rassistische Motive, Menschen sind aufgrund rassistischer Motive gezielt getötet worden. Punkt. Unser tief empfundenes Beileid gilt den Opfern und Angehörigen dieser schrecklichen Tat. Jede Verharmlosung, jede Relativierung dieser Tat ist menschenverachtend und fügt den Angehörigen der Opfer nur weiteres Leid zu. Wenn unschuldigen Menschen aufgrund von Hass und Hetze ihr Leben genommen wird, dann können wir als Gesellschaft nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Jeder Mitbürger mit Migrationsbiografie wird Ihnen Geschichten von Alltagsrassismus erzählen können. Von unterschwelligen Bemerkungen und direkten Beleidigungen bis hin zu offener Gewalt. Das ist sehr schmerzhaft. Gerade wir als Abgeordnete können als Personen der Öffentlichkeit nachvollziehen, was es heißt, auch unangenehme Diskussionen aushalten zu müssen. Aber die wenigsten von uns haben eine Vorstellung davon, was es heißt, Bürger mit Migrationshintergrund zu sein. Was man inzwischen auch gelegentlich persönlich erfahren muss, ist zutiefst verstörend. Meine Damen und Herren, ein Jahr vor der Abiturprüfung habe ich meine Eltern gefragt, was ich eigentlich nach dem Abitur studieren soll. Meine Eltern haben geantwortet, Medizin studieren, Arzt werden. Da habe ich gefragt, warum denn das? Dann haben meine Eltern geantwortet, sollten sich die politischen Verhältnisse in Deutschland eines Tages verändern und du musst dann das Land verlassen. Als Arzt wirst du überall im Ausland arbeiten können. Ich habe mich über diesen Satz meiner Eltern immer wahnsinnig aufgeregt und ich habe mich meinen Eltern immer darüber gestritten. Das ist doch Unsinn. Warum sollten sich die politischen Verhältnisse in Deutschland verändern? Und warum sollte ich mir jemals Gedanken darüber machen,
Deutschland zu verlassen. Meine Damen und Herren, in den Tagen von NSU, Kassel, Halle und Hanau mache ich mir aber oft Gedanken über den Satz meiner Eltern. Selbstverständlich denke ich nicht darüber nach, Deutschland zu verlassen. Dafür bin ich zu sehr Rheinländer. Dafür liebe ich dieses Land zu sehr. Das ist meine Heimat. Aber ich spüre zum ersten Mal seit langem, dass Menschen in diesem Land zu Recht Angst vor der Zukunft haben. In diesem Land, meine Damen und Herren, darf es keinen Platz für Hass und Rassismus geben. Das sage ich nicht als jemand, der nicht in Deutschland geboren wurde, das sage ich als Bürger dieses Landes. Wenn Menschen muslimischen Glaubens angegriffen werden, dann ist das nicht nur ein Angriff auf Muslime, dann ist es ein Angriff auf uns alle. Wenn Menschen jüdischen Glaubens angegriffen werden, auf der Straße, aufgrund ihrer Kippa, dann ist es nicht nur ein Angriff auf Juden, es ist ein Angriff auf uns alle, meine Damen und Herren. Und genauso ist der Anschlag von Hanau ein Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft. Er schürt Angst und sorgt für Unsicherheit. Meine Damen und Herren, wir sind Demokraten. Und es ist unsere Aufgabe als Demokraten in dieser schwierigen Zeit, die Gesellschaft zu versöhnen und nicht die Gesellschaft zu spalten. Es ist unsere Aufgabe als Demokraten dafür zu sorgen, dass rassistischer Hass und Gewalt keinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Dr. Dietmar Bartz. Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Problem in diesem Land, leider auch im Bundestag. Das Problem heißt Rassismus. Altersrassismus auf der einen Seite und struktureller Rassismus gehen dabei Hand in Hand. 10 Menschen wurden am 19. Februar in Hanau ermordet. Kurz darauf wurde über Fremdenfeindlichkeit, über Ausländerfeindlichkeit berichtet. Aber Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Willi Viorel, Said und Fatih waren in Deutschland nicht fremd. Sie waren und sie bleiben ein Teil von Deutschland. Achten wir auf unsere Sprache. Achten wir auf unsere Sprache. Damit beginnt es. Hören wir auf mit Begriffen wie Fremdenfeindlichkeit. Sie verharmlosen die Tat und sie grenzen aus. Über 200 Menschen wurden von Rechtsextremen seit der Wiedervereinigung in Deutschland ermordet. Die Blutspur des Rechtsterrorismus zieht sich seit Jahrzehnten durch Deutschland. Und das ist widerlich, meine Damen und Herren. Der Rechtsstaat muss entschlossen dagegen vorgehen. Viel zu lange wurde das Problem des rechten Terrors heruntergespielt. Noch heute geht einigen das Wort Rechtsterrorismus nicht über die Lippen, ohne Linke im selben Atemzug zu erwähnen. Und es war eben auch hier eine Peinlichkeit, Herr Hartwig. Dieses unsägliche, geschichtsvergessene Geschwätz von den Rändern, die Gleichsetzung von rechts und links ist angesichts unserer Geschichte nach NSU, nach dem Mordanschlag an Henriette Reker, den Morden im Münchner Einkaufszentrum, nach dem Mord an Walter Lübcke, nach Halle und Hanau, eine Relativierung von Faschismus und der Gefahr, die von Nazis in unserem Land ausgeht, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, danke Herr Brinkhaus, danke Herr Schäuble, ausdrücklich eine andere Akzentsetzung gewesen. Über 200 Morde, alles Einzelfälle? Hören wir auf damit, das ist gefährlicher Unsinn. Rechtsterror und Rechtsextremismus sind strukturelle Probleme. Werden sie nicht mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft, breiten sie sich weiter aus. Jeden Tag werden in Deutschland Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Haarfarbe, ihrer Religion, ihres Namens bepöbelt und angegriffen, im Job diskriminiert oder gar nicht erst eingestellt, werden Moscheen mit Hakenkreuzen beschmiert und Synagogen rund um die Uhr bewacht. Was für ein trauriger Zustand. Die Morde des NSU hätten jedem die Gefahr endgültig vor Augen führen müssen.
Rechter Terror und rassistische Gewalt hätten Priorität Nummer 1 der Sicherheitsbehörden werden müssen. Das geschah aber ausdrücklich nicht. Im Gegenteil, die Debatten, auch in der Bundesregierung, waren komplett andere. Die Migration sei die Mutter aller Probleme, hieß es. Ich hoffe, dass auch beim Innenminister inzwischen die Erkenntnis gewachsen ist, Rassismus und Rechtsterror sind Väter vieler Probleme in unserem Land, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat besondere Verantwortung, mäßigend auf Debatten einzuwägen, als mit Problemen, die Probleme anzuheizen. Wer aber Zitate des ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, liest, der muss sich fragen, wie jemand, der Sympathien für rechte Parolen hegt, Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen konnte. Dass dieser Mann jahrelang den Verfassungsschutz leiten durfte, war ein schwerer Fehler der Innenminister der Union. Und über viele Jahre im Übrigen auch prägend Hans-Georg Fritzsche, Mitglied der CSU, inzwischen pensioniert. Der war davor Koordinator der Geheimdienste im Kanzleramt, Staatssekretär, Vizepräsident des Verfassungsschutzes. Aber anstatt in den Ruhestand zu gehen, ging er vom Kanzleramt direkt nach Wien als Berater des damaligen FPÖ-Innenministers Kickl. Der FPÖ, einer Bande mit Rechtsradikalen, sollte er auf die Sprünge helfen. Diese beiden Herren zeigen anschaulich das gefährliche Problem des strukturellen Rassismus. Anders als Björn Höcke sind sie keine Faschisten, aber Sympathisanten rechter Politiker und ihrer Thesen. Feine bürgerliche Herren, die die Tür für Rechtsradikale öffnen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft ist spürbar rabiater geworden, brutaler geworden. Wir haben ein vergiftetes Klima, wie der Bundestagspräsident gesagt hat. Der knallharte Wettbewerbsdruck hat der Gesellschaft den Stempel des Jeder gegen jeden aufgedrückt und den Zusammenhalt eruieren lassen. Wir müssen auch über das Klima reden, in dem Rechtsextremismus gedeiht. Ein Klima, in dem die Abwertung des anderen, des vermeintlich Fremden und angeblich Schwächeren sagbar und auch salonfähig geworden ist. Wenn in dieser Situation Faschisten Hass und Hetze verbreiten, wenn Shisha-Bars verunglimpft und bessere Renten für Deutsche gefordert werden, dann wird zusätzliches Gift in der Gesellschaft versprüht, das den Nährboden für solche Taten schafft. Wir brauchen Sicherheit durch Schutz und vor allen Dingen umsteuern und umdenken, meine Damen und Herren. Am Wochenende wurde Dietmar Hopp, bekanntermaßen Mäzen der TSG Hoffenheim, wieder einmal abscheulich verunglimpft. Es war ein starkes Zeichen, dass die Spieler und Verantwortlichen das nicht tatenlos akzeptiert haben. Aber als ein Spieler von Hertha BSC, Jordan Turaninga, vor kurzem im Stadion rassistisch beleidigt worden ist, gab es kaum Empörung von den Funktionären. Unser Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger, der sagte jüngst, Taten müssen folgen. Alles andere hilft nicht. Leute, die daneben sitzen, müssen endlich aufstehen. Recht hat er. Es muss sich einiges grundsätzlich ändern. Bei den Behörden, in der Gesellschaft, hier im Parlament und auch in der Bundesregierung. So darf es nicht weitergehen, denn die Reihe der rassistischen Morde muss mit Hanau beendet sein. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundespräsident, am 29. Mai 1993 verlor Mevlüde Genç beim rassistischen Brandanschlag in Solingen zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. Jahre später fasste sie ihre Lehren daraus zusammen in den folgenden Worten: Liebe lässt den Menschen leben, aber der Hass bringt den Tod. Ja, Rassismus tötet. Hass tötet. Gewinnt der Hass, stirbt die Demokratie. Dies zu verhüten, ist die wichtigste Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier, um über die Frage zu beraten, die mir der Vater eines der Opfer letzte Woche in Hanau gestellt hat. Wann hört dieser Wahnsinn auf? Wie lange noch müssen Menschen sterben, weil sie Muslimen oder sind oder Aleviten, Türken oder Kurden, Afghanen oder Roma? Wie lange müssen wir uns anhören, Menschen, die seit vier Generationen in Deutschland leben, seien Fremde?
Wie lange muss die Mutter eines getöteten jungen Mannes das Gefühl haben, statt trauern zu dürfen, rechtfertigen zu müssen, ihr Sohn sei doch so gut integriert gewesen, er hätte doch eine Arbeit gehabt? Wie oft wollen wir als Politik Reden halten, wie nach den Toten von Mölln, Solingen, Dessau, Nürnberg, Heilbronn, Kassel, Magdeburg, Halle, Wolfhagen oder Hanau? Wir sind den Angehörigen der Opfer eine Antwort schuldig und nach jedem neuen Opfer des Rassismus wird diese Antwort überfälliger. Meine Damen und Herren, in den letzten 30 Jahren haben in unserem Land mindestens 200 Menschen aufgrund rechtsextremer und rassistischer Gewalttaten ihr Leben verloren. Und das ist nur die traurige Spitze des Eisberges. Es gibt tagtäglich Angriffe auf Jüdinnen und Juden, auf Musliminnen und Muslime, Synagogen, auf Moscheen, auf Menschen anderer Herkunft. Hass und Rassismus macht unsere Gesellschaft krank und sät Zwietracht. Dagegen braucht es einen Aufstand der Anständigen. Ich bin froh um jede Stimme der Solidarität in diesem Land, jede gereichte Hand für Demokratie und Zusammenhalt, für den Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten. Aber es braucht jetzt vor allem einen Aufstand der Zuständigen. Wir brauchen Institutionen, die aufstehen gegen Rassismus. Das sind schon viele, dankenswerter auch bei der Polizei, bei der Bundeswehr, in der Justiz und in der Verwaltung. Aber dies müssen alle tun, die dem Schutze unseres Landes und unseres Gesetzes verpflichtet sind. Das ist derzeit leider nicht der Fall. Es ist gut, dass es jetzt einen Kabinettsausschuss gibt, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich kann Ihnen versichern, ich begrüße herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Verbände der Migranten-Selbstorganisation auf der Tribüne. Gerade bei einem Kabinett, in dem kein einziges Mitglied irgendeinen Migrationshintergrund hat, werden Sie ganz genau drauf schauen, was dieser Kabinettsausschuss denn so bringt. Ich bin so froh, dass der Generalbundesanwalt so klar von Rassismus spricht. Nach der rassistischen Hetzjagd von Chemnitz sprach der Innenminister noch von der Migration als die Mutter aller Probleme. Das sind solche Äußerungen, die Menschen mit einer Migrationsgeschichte immer wieder das Gefühl geben, ihren Wert und ihren Platz in der Geschichte beweisen, ja rechtfertigen zu müssen. Aber sollte es nicht anders sein? Sollten nicht Rassisten, Antisemiten, Homophobe, Sexisten und Islamfeinde den Druck spüren der Demokratie? Ich bin froh, dass der Innenminister nun davon spricht, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr sei für die Demokratie in diesem Land. Es gibt auch eine sehr klare Einordnung seinerseits der Tat in Hanau. Er sagt, ich zitiere, dass der rassistische Hintergrund der Morde in Hanau unbestritten sei und durch nichts relativieren werden könne. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Seehofer, für diese klaren Worte. Ich hoffe, wir bleiben zusammen an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, unser gemeinsames Zusammenleben regelt das Grundgesetz. Niemand muss sich vor irgendetwas anderem rechtfertigen als vor dem Grundgesetz, vor unserer Verfassung. Aber das zeigt doch auch, dass der Kampf gegen Rassismus nicht erst dann beginnt, wenn Menschen sterben. Rassismus tötet, aber vorher grenzt er aus. Wenn qualifizierte Frauen einen Job nicht bekommen, weil sie ein Kopftuch tragen, wenn Menschen eine Wohnung nicht bekommen, weil die Namen ihrer Vorfahren anders klingen, dann hat das alles einen Namen. Das ist Rassismus. Denn Rassismus des Alltags zu bekämpfen, damit beginnt die Aufgabe, über die wir heute hier sprechen. Rassismus speist sich aus Hass. Hass speist aus Wut. Wut speist sich aus Angst. Und hier sitzen gerade im Raum viele Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Tode bedroht werden aufgrund ihrer Herkunft. Auch ich. Ich kann eines versprechen, ich darf nicht im Namen all dieser Leute sprechen, aber ich kann versprechen, ob Karamba Diaby, Aydan Özegus, Amira Mohammed Ali, Vijan Cirsaray, Cem Özdemir, Paul Ciemiak oder ich, wir Deutschen werden den Rassisten nicht unseren Hass schenken, wir werden denen aber erst recht nicht unsere Angst schenken. Dies schulden wir unserem Land, unserer Demokratie, dies schulden wir den Opfern von Hanau. Und weil diese Debatte hier ist, und weil diese Debatte über die Opfer von Hanau ist, finde ich, dass wir ihnen auch schulden, dass wir diesen Opfern mehr Aufmerksamkeit schenken als der Hetze, die wir vorhin gehört haben. Und deshalb möchte ich noch einmal Namen vorlesen. Wir gedenken heute Said Nessar al-Hashemi, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpasch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Şarıçoğlu, Ferhat Inver, Kaloyan Velkov, Michel Kiesewetter, Walter Lübcke, Antonio Amadeo,
Alberto Adriano, Halit Yozgat und allen anderen Opfern des Rassismus. Jetzt hat das Wort der Bundesinnenminister Horst Seehofer. Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn es um die Bekämpfung des Rechtsextremismus geht, muss man sich zuallererst ein Bild von der tatsächlichen Lage machen. Ein ehrliches, ein ungeschminktes Bild. Für Relativierung oder gar Verharmlosung bei diesem ernsten Thema gibt es keinen Raum. Die furchtbare Gewalttat in Hanau war die dritte innerhalb von 10 Monaten. Es ist eine Spur zurück bis zur Enttarnung NSU über den Amoklauf in München, der heute auch zweifelsfrei als rechtsextremistisch motiviert eingestuft wird von den Sicherheitsbehörden. Es war die dritte Gewalttat, die rassistisch motiviert war, unzweifelhaft und islamfeindlich. Und dazu muss man immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir in den letzten Wochen 12 mutmaßliche Rechtsextremisten verhaftet haben, die ganz offenbar konkrete Planungen hatten gegen Personen, Planungen für bürgerkriegsähnliche Zustände in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in den letzten Wochen eine Wohnung mit Unmengen von Sprengstoff und Handgranaten ausgehoben. Eine andere Wohnung, ebenfalls in den letzten Wochen, mit vielen automatischen Waffen. Und wenn wir die Spur zurück seit der Enttarnung von NSU bis heute und die Entwicklung in den letzten Monaten betrachten, dann, meine Damen und Herren, muss ein Innenminister davon sprechen, dass die Bedrohungslage, die Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus in unserem Lande sehr hoch ist und durch nichts relativiert werden kann. Natürlich haben wir auch Linksextremismus. Wir haben die Reichsbürger, die sehr waffenaffin sind. Wir haben nach wie vor eine hohe Gefährdungslage beim islamistischen Terror. Aber die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Das muss deutlich ausgesprochen werden. Und man kann ihn nicht damit diese Bedrohung relativieren, indem man sagt, wir haben ja auch Linksextremismus. Der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus, der Antisemitismus sind die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates. Es beginnt mit der Verrohung der Sprache. Es gibt unzählige Beispiele, die heute schon genannt worden sind. Die Sprache, die sich auch in Bildern ausdrückt. Zum Beispiel, wenn Menschen in einem Bundesligastadion im Fadenkreuz gezeigt werden. Oder wenn davon gesprochen wird, vom Erschießen reicher Leute. Alles, meine Damen und Herren, ist die Saat, auf der die Gewalt bewusst oder gewollt oder ungewollt entsteht. Und deshalb muss man auch diesen Tag wieder nutzen, um an die Disziplin, an die Mäßigung in der Sprache zu erinnern. Ich habe, das hätten Sie übrigens heute praktizieren können, hier von rechts. Ich habe ja Halle und Hanau besucht und habe oft berichtet, dass zwei Sätze, die mir da gesagt wurden, so wie ein Stich ins Herz gewirkt haben. In einer Gedenkveranstaltung in aller Stille, der Ruf eines jungen Menschen,
ihr könnt uns nicht schützen. Und bei dem Gespräch mit Betroffenen, mit Angehörigen, die Aussage, gibt es jetzt wieder nur Worte der Anteilnahme oder folgen diesen Worten auch politische Taten und Maßnahmen? Und das haben wir als Auftrag betrachtet, auch im Interesse der Opfer und der Angehörigen. Eine umfassende Bekämpfungsstrategie des Rechtsextremismus entwickelt, sofort innerhalb von 2 Tagen, mit allen 16 Bundesländern, ohne jeden politischen Streit. Das Bundeskabinett hat diese 12 Punkte übernommen und sie sind weitestgehend mittlerweile umgesetzt. Den Worten sind Taten gefolgt. Ich nenne sie hier nur stichwortartig. Eine massive personelle Verstärkung des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Vergleichbare Arbeitseinheiten hatten wir bisher nur bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors, aber nicht beim Rechtsextremismus. Wir haben noch in dieser Woche wahrscheinlich hier im Deutschen Bundestag das Anti-Hass-Gesetz, Frau Lamprecht wird dazu Näheres sagen, umfassend. Wer im Internet Drohungen ausstößt, Straftaten ankündigt oder begeht, da wird der Provider künftig nicht nur verpflichtet, diese Inhalte zu löschen, sondern sie dem Bundeskriminalamt zu melden und wenn dort eine Straftat bejaht wird, die Justiz eingeschaltet. Wir haben das Waffenrecht verschärft in der vorletzten Sitzungswoche mit dem ganz klaren Grundsatz, Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Wir haben zum ersten Mal in der Bundesregierung einen Antisemitismusbeauftragten, der eine ganz hervorragende Arbeit leistet, Herr Dr. Klein, dem ich bei dieser Gelegenheit auch mal danken möchte. Ich habe verboten die gefährliche Vereinigung Kompat 18. Wir haben jetzt eine Expertengruppe Islamfeindlichkeit eingerichtet. Die Kanzlerin hat entschieden, dass wir einen Kabinettsausschuss Rechtsextremismus bekommen. Und ich bin dabei, mit der Kollegin Giffey die Präventionsprogramme des Bundes zu überprüfen, um vielleicht in der Zukunft noch effektiver und wirksamer sicherzustellen, dass wir bereits im Vorfeld durch wirksame Präventionsprogramme manches verhindern können. Ich habe dazu gemeinsam mit Frau Giffey die besten Spezialisten der Bundesrepublik Deutschland eingeladen. Wir haben stundenlang miteinander diskutiert und wir werden diese Diskussionen auch umsetzen in veränderte Präventionsprogramme. Und ich habe Anfang dieser Woche mit dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes Kontakt aufgenommen wegen der Entwicklung in unseren Stadien, die ja auch oft einen rassistischen Hintergrund haben, um zu erreichen, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir diesen Auswüchsen und Entwicklungen entgegentreten können, ohne dass wir Aktionismus veranstalten, sondern wirksame Maßnahmen, die den Menschen helfen. Und dieses umfassende Bekämpfungspaket ist eine Antwort auf die Frage, gibt es nur Worte oder gibt es auch wirksame politische Maßnahmen? Und ihr könnt uns nicht schützen, da ist unsere Antwort die wehrhafte Demokratie. Die wehrhafte Demokratie, die die Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie bewahren. Dazu brauchen wir mutige Demokraten, aber dazu brauchen wir auch und vor allem einen starken Staat, wenn es um den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Und wir brauchen diesen starken Staat, das ist nämlich auch ein Argument, das man oft in der Bevölkerung hört. Kann sich der Rechtsstaat eigentlich noch durchsetzen? Hat der Rechtsstaat den Biss, um das, was hier an Gesetzen beschlossen wird, auch in der Praxis umzusetzen? Und das müssen wir jeden Tag, und dafür müssen wir jeden Tag arbeiten.
für diesen starken Staat, zur Unterstützung von mutigen Demokraten. Und ich möchte heute auch mal die Gelegenheit wahrnehmen, auch jenen den Rücken zu stärken, die täglich für diesen starken Staat arbeiten, wenn es um den Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums geht. Wir, weil es ja oft heißt, wir wollen den gläsernen Bürger, das ist mitnichten der Fall. Wir bekämpfen nicht die allgemeine Bevölkerung, sondern wir bekämpfen die Straftäter. Und bei dieser Bekämpfung brauchen wir diesen starken Staat mit unserer Polizei, mit den Sicherheitsbehörden. Und deshalb bitte ich das ganze Parlament, dass wir in der Zukunft noch mehr als bisher jene schützen, die uns jeden Tag schützen, die jeden Tag die Freiheit und die Demokratie. Jetzt hat das Wort der Abgeordnete Dr. Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, die Mordtat von Hanau erschüttert und wühlt auf. Was auch erschüttert, ist die reflexhafte Hetze, mit der hier Opfer zur parteipolitischen Münze geschlagen werden. Sie spannen ermordete Menschen vor den Karren ihrer Parteipolemik. Der Generalbundesanwalt weiß mitnichten, wie sich die Motivation des Täters entwickelt hat, aber doch unzurechnungsfähig. Das bejaht er. Nicht Ihre Diffamierung, das ist der wahre Sachstand. Was war seine Gedankenwelt hier in diesem Manifest? Telepathische Kontrolle, ritueller Missbrauch von Kindern in unterirdischen Basen. Er habe mit Gedanken den 9/11-Terror bewirkt. Er war verrückt und der AfD soll es in die Schuhe geschoben werden, um das nächste Fehlurteil des Verfassungsschutzes für den Wähler plausibler zu machen. Nein, nicht aus Worten, aus Wahnvorstellungen wurden da Taten. Der Täter beschreibt Vernichtungsfantasien, die ganze Menschheit betreffen. Drei Zitate, alle eliminieren, auch wenn wir von mehreren Milliarden sprechen. Wenn ein Knopf zur Verfügung steht, würde ich diesen sofort drücken. Zudem müssen wir eine Zeitschleife fliegen und den Planeten zerstören. Offensichtlich keine politische Agenda. Die psychotische Verfasstheit lässt sich nicht vom konkreten Tatverhalten abtragen, um darunter ein wahnfreies, rein politisches Motiv zu entdecken. Was hat ihn zu seiner Wahnsinnstat getrieben? Er sagt, nach einem miterlegten Banküberfall wurden ihm zu 90% ausländische Verdächtigenprofile vorgelegt. Das wird Schlüsselerlebnis. Deshalb ganze Völker auslöschen zu wollen. Er nennt über 20 Länder. Diese krankhafte Übersteigerung, das ist gerade das Wahnhafte. Der geistig gesunde Mensch reagiert auf Missstände, indem er die AfD wählt. Das bewaffnete Irre im Land rumlaufen ist Staatsversagen. Selbst nach einer wahnhaften Anzeige des Täters wurde nicht ermittelt wegen möglicher Gefährdung, Waffenbesitz. Wir fordern Prävention statt Polemik, keine Waffen in den Händen von Verrückten. Schluss auch mit Ihrer Verrohung der Sprache. Die AfD ist für einen Herrn Merz Gesindel, für Laschet bis aufs Messer zu bekämpfen, für Herrn Wanderwitz Gift ja Abschaum. Diese Sprache ist eine Schande für dieses Land und für Ihre Kanzlerkandidaten. Die Diffamierung Faschist-Nazi ist zum alltäglichen Kleingeld Ihrer Verleumdung geworden. Das ist Willkommenskultur für Rufmord. Sie wollen durch Verfemung der Opposition eine verfehlte Regierungspolitik gegen Kritik immunisieren. Wir sagen, die Wahrheit ist der Gesellschaft zumutbar. Herr Kollege Curio, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nicht Hass bewegt viele Bürger, sondern gerechte Empörung über Illegalität und falsche Politik, mit der Sie das Land spalten, heute hier mit haltlosen Schuldzuweisungen. Der eigentliche Brandstifter beschuldigt den Feuermelder. Die AfD zeigt den Bürgern, dass es einen gewaltfreien parlamentarischen Weg gibt zur Beseitigung der Missstände. Deshalb ist die Existenz der AfD die beste Versicherung dieses Landes gegen Extremismus. Jetzt hat das Wort die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Herr Präsident, Herr Bundespräsident Steinmeier, Herr Präsident Schäuble, meine sehr geehrten Damen und Herren, auszusprechen, was ist, das ist das Gebot der Stunde. Und deswegen ganz klar zu sagen, in der Nacht des 19. Februar hat ein Rassist in Hanau einen Massenmord begangen. Und in seiner rassistischen Wahnwelt, gegen Muslime hat er Menschen förmlich hingerichtet. Menschen, die nichts anderes im Sinn halten, als ihren Feierabend ausklingen zu lassen. Die Opfer wurden mitten aus dem Leben, mitten aus unserer Gesellschaft gerissen. Und unsere Gedanken sind bei ihnen. Und wir trauern mit ihren Familien und mit ihren Freunden. Den Menschen, die der Täter verwundet hat, wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Tag nach diesem furchtbaren Massenmord war ich zusammen mit dem Kollegen Seehofer und mit Herrn Bundespräsident Steinmeier in Hanau. Und wer die Angehörigen gesehen hat, Eltern, die Bilder ihrer Kinder vor sich getragen haben, mit tränenüberströmtem Gesicht, die keine Worte für das Leid und für die Trauer gefunden haben, die sie erleben, dem wird klar, was da passiert ist. Unermessliches Leid ist Menschen zugefügt worden, die nichts anderes im Sinn hatten, als hier zu leben, als Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und das muss uns doch alle aufrütteln. Und ich würde gerne hier stehen als Justizministerin und all diesen Menschen, die jetzt Angst haben in diesem Land, und all diesen Menschen versprechen, dass sich ein solch unermessliches Leid nicht mehr wiederholt. Aber ich kann das nicht. Dafür ist die rechtsterroristische Bedrohung zu groß und dafür ist der Rassismus zu weit in unsere Gesellschaft vorgedrungen. Aber eines kann ich allerdings Ihnen versichern. Wir nehmen den Kampf gegen diese Bedrohung auf. Der Befund ist ganz klar. Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung in unserer offenen und friedlichen Gesellschaft. Und um das zu wissen, brauche ich keine polizeiliche Statistik. Wenn ich an den Terror des NSU, den Mord an Walter Lübcke oder den Anschlag von Halle und die Morde in Hanau denke, ist die Sache eindeutig. Diese Gewalt, meine Damen und Herren, steht am Ende einer schleichenden gesellschaftlichen Entwicklung, die sich als Gewaltspirale beschreiben lässt. Menschen werden abgewertet, rassistische Sprüche werden unwidersprochen, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Es folgen Beleidigungen, Gewaltfantasien, Drohungen. Und all das gipfelt schließlich in Gewalt, in Mord. Und das haben Sie am rechten Rand, Sie von der AfD, bis heute nicht verstanden, dass das die Gewaltspirale ist, die am Ende solche Taten stehen lässt. Und ich will Ihnen jetzt mal deutlich machen, nur an einem einzigen Beispiel, weil ich muss mir von dieser Bank aus unglaublich viele Zwischenrufe da anhören. Aber ich will Ihnen das allen mal an einem Beispiel deutlich machen. Unser Kollege, der Staatsminister Michael Roth, wurde Ende letzten Jahres bedroht. Und hieraus, aus diesem Drohbrief, wurde hier im Plenum vorgelesen. Und da stand, und dann werden wir dir deine Wampe aufschneiden. Das ist gegenüber Michael Roth erklärt worden. Und das wurde hier im Plenum vorgelesen. Und wissen Sie, was dann für Zwischenrufe aus der AfD kamen? Gerechter Zorn. Das war der Zwischenruf aus Ihrer Fraktion. Sie können es nachlesen und das ist einfach nur widerlich. Da soll jemand die Wampe aufgeschnitten werden und Sie empfinden das als gerechter Zorn. Sie sollten sich schämen und Sie sollten mal Ihrer Verantwortung nachkommen und dafür sorgen, dass in Ihrer Fraktion solche Zwischenrufe unterbleiben. Meine Damen und Herren, ein weiterer Nährboden, den es auszutrocknen gilt, neben diesen Entgleisungen hier im Parlament, ist der Hass und die Hetze im Netz. Über 70% der angezeigten Hassposts im Netz gehen gegen Migrantinnen und Migranten. Und es verwundert nicht, dass sie sich in unserer Gesellschaft nicht mehr wohlfühlen, dass sie die abfälligen Blicke, die rassistischen Sprüche und auch solche Drohungen zu ihrem Alltag gehören. Natürlich entsteht Hass und Hetze nicht im Internet. Es entsteht im Kopf. Aber Rechtsextremisten missbrauchen das Internet, um die menschenverachtenden Botschaften in die Köpfe zu treiben. Und die digitalen Plattformen werden zum Brandbeschleuniger. Und dort heizen die Rechtsextremisten die Stimmung an.
Sie verbreiten Fake News, sie verbreiten Verschwörungstheorien und dort radikalisieren sich die Leute. Und wir dürfen nicht weiter zuschauen, dass diesen Worten dann Taten folgen, meine Damen und Herren. Und deshalb nehmen wir den Kampf auf. Und das heißt harte Strafen und konsequente Verfolgung für jede Form der Gewalthetze. Und dazu gehört das Maßnahmenpaket. Herr Seehofer hat es angesprochen, gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das wir am Tag der Morde im Kabinett beschlossen haben. Wir nehmen die Provider in Zukunft in die Pflicht, strafbare Posts in Zukunft nicht nur zu sperren oder zu löschen, sondern sie müssen Morddrohungen und Volksverhetzungen, darum geht es, Morddrohungen und Volksverhetzungen in Zukunft auch melden, damit in solchen Fällen auch eine konsequente Strafverfolgung möglich ist. Denn diese Drohungen sind keine Meinung, sie sind Straftaten. Zu diesem Maßnahmenpaket gehört auch, meine Damen und Herren, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir politisch aktive Menschen oder gesellschaftlich engagierte Menschen besser schützen durch besseren Schutz im Strafrecht, aber auch durch besseren Schutz beispielsweise durch ein verändertes Melderecht. Denn diese Menschen, die sich aktiv beteiligen für eine freie, für eine offene Gesellschaft, sie sind die Stützen dieser freien Gesellschaft und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sich niemand mundtot machen lässt durch solche Angriffe. Das ist unser aller Verantwortung. In diesem Land muss die Vielfalt bewahrt werden. Dafür sind wir Demokraten verantwortlich, meine Damen und Herren. Aber wir müssen uns auch darüber hinaus fragen, ist das Waffenrecht? Ja, das haben wir gerade reformiert, das haben wir gerade verschärft, aber ist es wirklich ausreichend verschärft worden? Sorgt es wirklich dafür, dass Menschen, die eine solche Waffe in der Hand haben, vorher auf ihre Zuverlässigkeit ausführlich überprüft worden? Haben die Behörden die entsprechenden Möglichkeiten, alle Informationen zu erlangen, um eine solche Entscheidung zu treffen? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich mir den Fall in Hanau anschaue, ob wir da wirklich alles ausgeschöpft haben, was wir können. Denn der Grundsatz, Waffen gehören nicht in extremistische Hände, der muss konsequent auch umgesetzt werden. Die Regelabfrage beim Verfassungsschutz ist ein ganz wichtiger Baustein, aber ich bin der Meinung, wir müssen uns das ganz genau anschauen und auch die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne hier stehen und Ihnen versprechen, dass ich das unermessliche Leid der Angehörigen, so wie ich sie in Hanau erlebt habe, niemals mehr wiederholt. Ich kann das nicht. Ich kann Ihnen aber eins versprechen. Unsere Demokratie ist wehrhaft und unser Rechtsstaat ist stark, aber er muss jeden Tag verteidigt werden. Wir nehmen den Kampf auf. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Thome, FDP. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Erneut trauern wir in Deutschland um Opfer, die deshalb ihr Leben lassen mussten, weil sie ein fremdländisches Aussehen hatten. Erneut hat ein rechtsextremer Täter in Deutschland Menschen ermordet. Und wir stellen uns erneut die Frage, war denn dieser Täter ein Einzeltäter, war es eine Einzeltat? Im strafrechtlichen Sinne mag es sich um einen Einzeltäter und um eine Einzeltat gehandelt haben. Aber im politischen Sinne war der Täter von Hanau kein Einzeltäter. Im politischen Sinne war die Tat von Hanau keine Einzeltat, meine Damen und Herren. Es war keine Einzeltat, weil sie sich einreiht in eine Vielzahl von Bluttaten in Deutschland und in anderen Ländern der Welt der letzten Jahre. Ich erinnere an die Morde des NSU, an die Mordtaten des Anders Breivik, an den Amoklauf von München, die Mordtaten von Christchurch, den Mord an Walter Lübcke, die Tat von El Peso, die Tat von Halle und jetzt eben wieder Hanau. Es war keine Einzeltat, sie reiht sich ein in eine Blutspur rechtsextremistischer Taten in Deutschland und der Welt. Und es war kein Einzeltäter, denn dieser Täter hatte Vorbilder. Er konnte sich getragen fühlen von einer Zustimmung
Und in diesen Tagen haben wir wieder erleben müssen, dass neue rechtsextremistische Zellen ausgehoben worden sind, dass Verhaftungen stattfanden von Rechtsextremisten, die Gruppe Werner S., Teutonico oder jetzt in diesen Tagen vor zwei Tagen der Arische Kreis Deutschland. Und deshalb ist es doch abenteuerlich, wenn Herr Dr. Curio hier verbreitet, weil es sich um einen geisteskranken, einen geistig verwirrten Täter gehandelt habe, deswegen sei diese Tat nicht dem Extremismus zuzuordnen. Nein, wenn man das Manifest des Täters von Hanau liest, seine Auslöschungsfantasien, ja was soll denn noch rassistisch sein, rechtsextremistisch, wenn nicht dieser Täter? Geisteskrank sind irgendwo diese Täter doch alle. Und wenn man dieser Logik folgen wollte, dass jemand, der geisteskrank ist, deswegen keine Tat begehen könne, die rassistisch oder rechtsextrem motiviert sei, ja, wann kommen Sie denn dann überhaupt einmal zu rassistisch motivierten Taten, meine Damen und Herren? Der Rassismus ist die Krankheit des Geistes. Und natürlich behauptet niemand, dass die AfD Rassismus erfunden habe, aber sie bespielen Rassismus in sämtlichen Oktaven und sind deshalb auch nicht frei von politischer Mitverantwortung für das, was geschieht. Deswegen brauchen wir ein Gesamtkonzept gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus in diesem Land. Natürlich können wir niemals hundertprozentige Sicherheit herstellen, aber wir können durch unsere Mitverantwortung, unser mitverantwortliches Handeln, unser Reden und unser Tun ein Stück dazu beitragen, dass sich Taten wie diese in Hanau möglichst in diesem Land nicht wiederholen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Frei, CDU-CSU. Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das schreckliche Verbrechen von Hanau macht uns tief betroffen und unser Mitgefühl, unsere Gedanken, unsere Anteilnahme sind bei der Familie der Opfer, den Angehörigen, den Freunden. Es ist hier gesagt worden, viel zu oft mussten wir in den letzten Monaten diese Sätze hier im Deutschen Bundestag sagen. Und in der Tat, es ist richtig, dass die Spitzen unseres Staates schnell die richtigen Worte gefunden haben und sowohl die Tat als auch die Bedrohung unserer freiheitlichen Verfassung durch Rechtsextremismus klar benannt haben. Es ist am 2. Juni der Mordanschlag auf Walter Lübcke gewesen. Es war das versuchte Massaker an der jüdischen Gemeinde in Halle. Und es war das tatsächlich verübte Massaker an ausländischen Mitbürgern und Mitbürgern mit Migrationshintergrund in Hanau. Wir müssen das klar benennen, und wenn Menschen in Deutschland sagen, dass sie sich nicht sicher fühlen, dass sie Angst haben, dann ist es etwas, was den demokratischen Rechtsstaat herausgefordert fühlen muss. Und deshalb ist es tatsächlich so, und ich kann das für unsere Fraktion sagen, dass wir glasklar sind und wissen, dass wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates, mit aller Entschlossenheit, auch mit aller Härte diese Form von Extremismus und Rechtsextremismus bekämpfen werden. Diejenigen, die als Protagonisten, auch als Anhänger solche Dinge hier erzählen und tun, müssen wissen, dass sie den heißen Atem des Rechtsstaates in ihrem Nacken haben. Das muss glasklar sein. Und es ist richtig, dass sich Wahrheit nicht in Worten zeigt, sondern in Taten. Und da muss man darauf hinweisen, dass wir erst im letzten Herbst 600 zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz, beim Bundeskriminalamt dafür geschaffen haben, dass ganz speziell Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus bekämpft wird. Wir haben das Waffengesetz so verschärft, dass beispielsweise große Magazingrößen nicht mehr möglich sind. So verschärft, dass es eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz gibt, um zu verhindern, dass Waffen in die Hände von Extremisten kommen. Und wir sprechen, Frau Bundesjustizministerin, Sie haben es angesprochen, über das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität mit Änderungen in unserem Strafgesetzbuch, mit Änderungen in der Strafprozessordnung, mit dem Schutz für Kommunalpolitiker, mit Verbesserungen im Melderecht
und mit einer Veränderung im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo wir sagen, dass Straftaten nicht nur im analogen Bereich strafbar sein müssen, sondern eben auch im digitalen. Und dafür schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir arbeiten derzeit an einer Reihe weiterer Sicherheitsgesetze. Und da ist insbesondere das Verfassungsschutzgesetz zu nennen, weil es eben auch darum geht, dass wir Straftaten, dass wir Möglichkeiten aus der analogen Welt in die digitale Welt übertragen. Aber es geht noch um einen weiteren Aspekt, und das zeigen die Täterprofile nicht nur von Hanau und Halle, sondern auch von Christchurch und Utjava, dass wir zu einer besseren Beobachtung von Einzeltätern kommen müssen, dass wir eine Beobachtung von Providern und Plattformen auch dafür brauchen, damit es eine Aufmerksamkeit gibt, wenn es zu einer ruhigen und introvertierten Radikalisierung im Netz kommt. Das ist doch die größte Herausforderung für die Sicherheitsbehörden und die Nachrichtendienste. Dafür müssen wir die Instrumente schaffen. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns in diesen Wochen genau damit beschäftigen, weil, und darauf ist hingewiesen worden, den Menschen mit warmen Worten alleine nicht gedient ist, sondern wir brauchen die Instrumente dafür, um Radikalismus, Extremismus und Terrorismus mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen zu können. Und ich bin auch dankbar dafür, dass in dieser Debatte es immer eine Rolle gespielt hat, dass es eben auch auf das notwendige Umfeld und die Prävention ankommt. Und es sind nicht nur Präventionsprogramme mit Geld unterlegt, das sind auch die Worte, das ist auch die Art des Umgangs. Und man kann es nicht oft genug sagen, dafür ist der Deutsche Bundestag auch ein Vorbild oder eben nicht. Wir sollten uns entscheiden, Vorbild zu sein. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Staatsministerin Annette Wittmann-Mautz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts auf dieser Welt könnte schlimmer sein als das Fehlen dieses Glücks. Diese Worte, gestern Abend gesungen bei der zentralen Trauerfeier in Hanau, beschreiben so eindrücklich, was auch ich an Emotionen bei den Familien und bei den Freunden der Opfer am Tag nach dem Attentat spüren konnte. Ich habe mich dabei geschämt. Geschämt dafür, dass in unserem Land eine solche Tat möglich ist. Und ich schäme mich heute für das, was ich aus den Reihen der AfD einmal mehr gehört habe. Wir können die Ermordeten nicht zurück ins Leben holen, so wie es der Wunsch in diesem Lied, bitte gib mir mein Leben zurück, ist. Aber wir können eines versprechen. Wir werden konsequenter und härter kämpfen, gegen Hass, gegen Rassismus und für mehr Zusammenhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft. Und dazu müssen wir das Übel in unserer Gesellschaft endlich benennen, es klar als Rassismus bezeichnen und schließlich konsequent bekämpfen. Zum Erkennen gehört auch, dass wir wahrnehmen. Viele Menschen in unserem Land haben Angst. Und viele Menschen sind wütend oder sogar schon resigniert, wenn ihnen wegen ihres Namens oder ihres Aussehens das Deutschsein abgesprochen wird. Das ist eine Schande. Wir müssen in unserem Land alle ohne Angst verschieden sein können. Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte. Es sind 25% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie fordern von uns als Politik zu Recht, dass wir ihre Stimme hören, ihre Sorgen genauso ernst nehmen und sie genauso schützen wie alle anderen Sorgen. Daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir keinen Zweifel lassen. Die Bundesregierung hat am Montag beim Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin intensiv darüber mit den Migrantenorganisationen beraten. Und es ist wichtig und gut, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus einzusetzen.
Wenn wir in Kabinettsausschüssen vom Brexit über die Digitalisierung bis zum meteorologischen Klima auf höchster Ebene beraten, dann gehört auch das gesellschaftliche Klima auf diese Ebene, denn auch das muss besser geschützt werden mit unserem vollen Einsatz und mit konkreten Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Vier wesentliche Aspekte gehören für mich dazu. Erstens, wir sind alle verantwortlich. Jede und jeder von uns muss den Mund aufmachen, wenn Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Religion oder ihres Geschlechts abgewertet oder angefeindet werden. Mit den Worten fängt es an, mit dem Schweigen nimmt es seinen Lauf. Wir brauchen eine Kultur des klaren Widerspruchs in der Schule, am Stammtisch, auf dem Fußball und am Arbeitsplatz, bei Twitter. Und dafür müssen wir hier in diesem Raum Vorbild sein. Und deshalb geht es zweitens auch um den Kampf gegen Muslimfeindlichkeit. Da brauchen wir wie beim Antisemitismus fachliche Expertise, die uns mit konkreten Vorschlägen berät. Ich bin froh, dass Horst Seehofer und ich uns hier einig sind, dass eine solche Expertenkommission Muslimfeindlichkeit notwendig ist. Drittens, wir müssen die Menschen für die Werte begeistern, die uns als freiheitliche Gesellschaft einen. Durch Prävention und politische Bildung, die müssen wir nachhaltig und auf hohem Niveau verankern. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und viertens, und elementar wichtig ist, wir müssen endlich aufhören, unsere Gesellschaft in wir Deutsche und ihr Eingewanderte zu trennen. Ständig nach der Herkunft oder dem Migrationshintergrund zu fragen. Diese Zuschreibung bildet schon längst nicht mehr die Realität in unserer Gesellschaft ab. Sie entspricht auch nicht dem Selbstverständnis vieler Menschen. Ihre Heimat ist Deutschland. Deutschland ist vielfältig, aber wir sind eine Einheit. Es gibt nur ein Wir. Vielen Dank. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Katja Leikert, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Sohn soll nicht umsonst gestorben sein. Rassismus soll keine andere Familie mehr zerstören. Das sind die Worte der Mutter von Ferhat Unvar. Ferhat Unvar wurde vor 22 Jahren in Deutschland geboren und ist einer von 9 Hanauerinnen und Hanauern, die beim rassistischen Attentat am 19. Februar ihr Leben verloren haben. Ferhat Unvar hatte gerade seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker abgeschlossen. Er stand mitten im Leben, hatte Träume und Ziele. Rassismus, Hass und Menschenfeindlichkeit haben ihn und die anderen Opfer aus diesem Leben gerissen. Der Attentäter hat bewusst auf Menschen mit ausländischen Wurzeln gezielt. Getroffen hat er Menschen, die längst Teil unserer Stadt, unserer Gesellschaft waren. Bei der Beerdigung von Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic brachte es der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski auf den Punkt: Diese beiden Opfer waren keine Fremden, sie waren Hanauer Buben. Über unserer Stadt liegt noch immer ein Schleier der Trauer. Wir alle sind fassungslos und entsetzt. Tief berührt haben mich die bewegenden Worte von Freunden und Geschwistern der Opfer gestern Abend bei dem Trauerakt. Die Worte von Kemal Kocak, Ayla Kurtovic und Saida Hashemi. Ich bin dankbar für die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, die bewegenden Worte des Bundespräsidenten, des hessischen Ministerpräsidenten und unseres Oberbürgermeisters Klaus Kaminski. Ihm gilt ein besonderer Dank für seinen Einsatz. Kaum vorstellbar, was er geleistet hat in den letzten Tagen und Wochen. Ich möchte mich auch bedanken bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Helferinnen und Helfern, insbesondere den Opferbeauftragten.
und bei den vielen Einsatzkräften der Polizei, der Rettungsdienste, der Feuerwehr, den Ärzten im Krankenhaus, alle, die am 19. Februar vor Ort waren. Ihnen allen sage ich von Herzen Danke. Unser Hanau stand immer für Weltoffenheit, Zusammenhalt und das friedliche Miteinander von Menschen aus 180 Nationen. Ich habe hunderte von Bannern, Plakaten und Aufklebern gesehen in unserer Stadt mit klaren Botschaften wie Hanau steht zusammen oder die Opfer waren keine Fremden. Und es sind diese Botschaften, die mir Mut machen. Sie machen uns aber auch die Aufgabe bewusst, vor der wir alle als Gesellschaft stehen. Und hier gilt mehr denn je, und das möchte ich gerade den Hinterbliebenen des Attentats in Hanau ganz klar sagen. Wir werden keinen Raum lassen für Hass, Hetze und Rassismus. Wir werden nicht zulassen, dass sich diese Gesellschaft spaltet. Wir werden nicht zulassen, dass Menschen mit Migrationshintergrund Angst haben in unserem Land. Und wir lassen uns nicht durch Rechtsextreme in unserem Land terrorisieren. Und auch das haben die Angehörigen gestern Abend klar gesagt, es müssen Taten folgen und es ist hier oft gesagt worden. Wir haben nach Halle reagiert und wir werden auch nach Hanau reagieren, damit die Mutter von Ferhat Unvar Recht behält. Ihr Sohn darf nicht umsonst gestorben sein. Ich schließe in Gedanken an Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Belkov, Willi Viruel Paun, Said Nasser Hashemi, Fatih Saracoglu und die Mutter des Täters. Damit schließe ich die Aussprache.